Moin, ich bin Charmi, spiele ja auch seit 2 Jahren jetzt bei den ersten Herren beim RATC, spiele im Sturm und ich zeige euch heute die argentinische Rückhand. Der Schlag ist sehr schwierig, trotzdem beherrschen ihn die meisten, vor allem im Herrenbereich. Der Schlag wird meistens dann angewandt, wenn man auf der Rückhandseite ist und ein bisschen mehr Platz hat. Klar, er kommt meistens unplatzierter als eine Vorhand, aber man macht ihn meistens so, dass man sehr tief runter geht. Der rechte Fuß sollte vorne sein, um den Ball dann eben auch mit der Kante zu treffen, um ihn dann damit zu beschleunigen und ihn eben am besten hoch unter die Latte ins Tor zu knallen.